Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Genshin Impact. Im letzten Part haben wir alle Dungeons erledigt und machen jetzt Kayas Schatzsuche. Ich habe mir heute noch was abholen dürfen, die tägliche, und habe jetzt noch mal genug Kugeln, um noch mal hier zu beten. Und das wollte ich mit euch zusammen machen. Zweimal dürfen wir und deswegen würde ich sagen, los geht's. Bitte, 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 bitte. Schon wieder nur eine. Schade. Steinschleuder. Schwert der Dämmerung. Schlagfestes Argument. Rabenbogen. Drachenblutschwert, Steinschleuder, schlagfestes Argument und Jingqi? Keine Ahnung. Scheint ein Junge zu sein. Und schwarze Quaste. Ah ja, der Kugel. Näher ist... Ist da jetzt Wasser oder Eis? Okay. Was bist du? Jedenfalls sieht er eigentlich aus wie ein Adeliger. Sehr, sehr schönes Design, sehr schöne Klamotten, die er anhat. Ein junger Mann, der häufig in der Nähe von Bücherständen gesehen werden kann. In der Hand trägt er ein Langschwert, in seiner Brust ein Herz für die Schwachen. Talente. Und das noch. Gut. Dann gehen wir mal hier raus und dann gucken wir uns den Knaben nochmal an. So, Daten. Jeder Händler in Ligur kennt Jingquio. Oh Gott, Jingqi. Jingqi? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, es tut mir wahnsinnig leid. Von der Händlergilde Fayun. Jeder hält ihn für einen freundlichen und wohlerzogenen jungen Mann, der auch noch ein ausgezeichneter Schüler ist, also ein Talent in jeder Hinsicht. Als zweitgeborener Sohn der Familie muss Jing nicht die Last tragen, die Angelegenheiten der Gilde zu regeln. Ey Gott, wie spricht man den aus? Besitzt jedoch ein Talent, das einzigartig unter den gleichaltrigen Nachkommen von Liquis reichsten Kaufleuten ist und wurde daraufhin von seinen Lehrern häufig gelobt. Sein ältester Bruder, der die Führung der Familienunternehmens und alles weitere von seinen Vatern lernte, war fest davon überzeugt, dass Jing eines Tages ein großer Gewinn für das Geschäft werden würde. Jedoch wusste er nicht, dass Jing die erstaunlich dicken Bände über Handel und Philosophie, nachdem er sie fertig gelesen hatte, aus Höhlen- und Kampfkunstromane in ihnen verstecken würde, die er dann ununterbrochen las. Manchmal verschwand er plötzlich stundenlang ohne Erklärung. Auf die Frage nach dem Grund seiner Abwesenheit antwortete er einfach, ich brauchte einen Moment der Ruhe. Morning. The morn hours are precious. Spend them on that which matters to you. Xingqiu, at your service, my liege. I humbly trust that even one such as I, a mere bookworm, may yet prove to be of some utility under your wise leadership. Nice. I don't often get a chance to speak with such formality. It felt pretty good. Okay, jetzt hören wir uns nochmal seinen Namen an. Xingqiu, at your service, my liege. Xingqiu. Okay. Hübscher junger Mann. Darf ich nicht nochmal das andere machen? Das hier könnte ich noch machen. Ich hätte gerne den hier. Aber ich will nicht schon gleich 10 Dinger verballern. Gut, dann lassen wir das erstmal. Dann können wir morgen vielleicht nochmal eine Ziehung machen. Ja. Figuren haben wir jetzt. Einmal, wir sind Wind, Feuer, ich habe keine Ahnung, was sie ist, Licht, keine Ahnung,
Eis, Blitz und Wasser. Ich würde gerne mal den Kleinen ausprobieren. Truppe. So. Da kommst jetzt erstmal du hin. For justice. Okay. Elementarer Einklang. Okay. Und das ist die zweite Truppe. Die können wir auch gleich mal aufstellen. Das ist sie. There's still a long road ahead. Ooh, you're taking me out? Ja. Ready when you are. Und ich mag Bogenschützen einfach. At the ready. Sie. So. In Ordnung. Und jetzt müssen wir ihnen natürlich auch noch was geben. Artefakte. Und eine Waffe natürlich. Wanderarzt, Abenteurer, Glückspilz. Abenteurer, Wanderarzt. Wanderarzt, Glückspilz. Dann machen wir mal Glückspilz aus ihm. So, machen wir einen Glückspilz aus ihm. Wanderarzt, Abenteurer, Berserker, Glückspilz. Vielleicht haben wir noch mehr Glückspilze hier drin. Nee, schade. Wir könnten wieder einen Wanderarzt reinmachen. Ja, Glückspilz. Oh, super. Uns fehlt nur noch eins. Okay. So, das haben wir drinne. Und jetzt noch bitte eine Waffe. Du hast zwar ein schickes Schwert, aber du kriegst nochmal hier ein neues. 23, 33, 39. Das sieht doch schick aus. Machen wir das. Kriegst du das ja. Da kann ich, glaube ich, alle... Weiß ich nicht, zusammen machen oder so. Und das wär's dann erstmal. Was ist das? Okay. Ah, Figurenauswahl. Okay, da wär's das gleich gewesen. In Ordnung. So, jetzt sind wir startklar endlich. Und dann müssen wir jetzt zu vereinbarten Punkt gehen. Ich spiele jetzt wieder mit Tastatur und mit der Maus. Ich finde das Menü zu bedienen mit Maus und Tastatur deutlich einfacher als mit dem Gamepad. Ich finde, es geht viel schneller, wenn du mit der Maus drüber gehst und wusch und dann hast du das. Also, das ist meine Meinung. Oh, warte. Das sah sehr elegant aus. Und schick. Beziehungsweise ich bleib mal bei dem Kleinen, der braucht ja ein bisschen Erfahrungspunkte. Und ja, ich brenne, war ja klar. Erstmal löschen. Und dann gucken wir uns hier mal um. In dem Flüsterwald. Trouble!
sehr elegant, der Kleine hier. Aber sein... das braucht ja echt ewig. Seine Fähigkeit, um die nochmal zu laden. Uiuiui. Geht's dir gut? Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Warum musste ich ihm nur helfen? Him who? Wen meinst du? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. Wirklich vielen lieben Dank. Das hätte leicht schief gehen können. Ihr habt mehr drauf als diese Ritter des Order Favonius. It's nothing. She's a traveler. She has to do with stuff like this all the time. Ach, das war doch noch gar nichts. Aro hat ja als Reisende täglich mit größeren Schwierigkeiten zu tun. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Reisende? Dann musst du das wohl sein. Wer hätte gedacht, dass meine Kontaktperson mir das Leben retten würde? Oh, so you're the... Ach, du bist unsere Informantin? I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. Ich habe erst überlegt, wie ich euch danken könnte, aber jetzt kann ich euch die Information auch ohne Entgelt geben. People in our circle know how important the network is. Für jemanden, der sein Geld als Informant verdient, sind Freunde unermesslich wichtig. Dann danke ich dir recht herzlich. Lucky? Was für ein Glück? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Aber irgendwie auch schade. Kaya wollte es eigentlich aus eigener Tasche zahlen. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. Na gut, hier sind die Informationen über die Ruinen von Arcadia. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. In der Stadt auf dem See wohnen 3 6-armige Riesen. 2 davon beschützen die Statue, 1 den Schatz der Götter. Wie war das alles? Also this map that came with it. Bei den Aufzeichnungen war auch noch diese Karte. Ist das eine richtige Schatzkarte? Jetzt haben wir endlich eine Spur, aber trotzdem fühlt Paimon sich nicht schlauer. Für Aro mit ihrer überragenden Intelligenz sollte das aber kein Problem darstellen. Naja, wenn dir nichts einfällt, können wir auch noch Kaya fragen. Er scheint auch nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein. I'll leave you the intel, so you can review it at any time. Ich überlasse dir die Aufzeichnung erst einmal, dann kannst du sie dir jederzeit ansehen. Thanks, Vile. Vielen Dank, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Wenn wir Kaya deswegen nicht erst belästigen wollen, sollten wir uns besser anstrengen. Das schaffen wir schon. Aber das hat es in der Stadt versteckt. Merkwürdig. Und das hat noch keiner gefunden. Das finde ich seltsam. Oh, wir sollten ja ganz langsam da vorbeilaufen. Gut. Tut mir leid. Aber siehst du, sie sind wiedergekommen, also kein Grund zur Panik. So, jetzt müssen wir noch die Statue finden. Glitzert irgendwas? Ein Buch, Herz der Quelle, Teil 2. Ich werde die Bücher auch dann noch weiterlesen. Statue. Das sah doch aus wie eine von... Das sah doch aus, als würde es in der Stadt sein, oder? Bin ich jetzt doof. Aber jetzt müssen wir erstmal diese komische betende Gottheit da finden.
time to act. Ich kann das auf den höchsten Punkt gehen und dann einfach mal hier durch die Gegend fliegen. Ah, warte, da ist eine Kiste. Und da oben kann ich nochmal irgendwas aktivieren. Nee, ich bin falsch. Irgendwo kann ich noch was aktivieren. Wo denn? Das ist die betende Gottheit. Kann ich hier noch irgendwas finden? Und dann muss es hier irgendwo sein. Da ist auch ein Schatz. Ich weiß nicht, ob es der Schatz ist. Aber da ist ein Schatz. Ich bin Spider-Man. Spider-Man. Ich glaube, das war nicht falsch. So. Okay, dann gucken wir hier mal weiter. Da ist noch eine Schatzkiste. Jetzt holen wir uns erstmal alle Schatzkisten, die es hier gibt, auf den Dächern. Wuhu, das ist auch die falsche. Da war nämlich so ein Gitter davor. So ein einer Windmühle? Es wird auch noch dunkel. Da ist irgendwas Helles. Ah, da war eine Katze. Da will ich gucken. Mist, ich komme nicht. Ich komme nicht weiter. Okay, da war nur eine Katze. Ich kann mich hier überall hinsetzen, das finde ich ganz nett. Da sind Tauben. Da leuchtet irgendeine Blume. Ja, einfach ignorieren. Danke. Das ist ein Pilz. Okay, aber das sah aus wie eine Blume. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Nochmal ein Pilz. Schade, hier ist nichts mehr. Kann man noch. Wow, ja klar, Junge. Kann man noch höher? Nee. Das ist nur eine Statue. Gibt es hier noch mehr Statuen, die so beten? Da ist auf jeden Fall nochmal eine Schatzkiste. Zutat zum Kochen. Dankeschön. Da hinten ist irgendwas. Leuchtet was? Oh Gott! Hilfe!
Hilfe, Hilfe. War knapp ich hier. Aber ich finde cool, dass man hier wirklich überall hoch kann. Oh nein! Ah, warte! Ja, das stört mich, dass es nicht automatisch aufgesammelt wird. Ah, verdammt. Dass du halt immer dass du immer klicken musst. Noch nicht so wirklich eine Ahnung, wo ich hin muss. Löse das Rätsel, ich möchte Keya nicht fragen. Oh, hallo Ember. Was macht die hier? So, kann ich mir irgendwo nochmal das angucken? Aufträge. Ja, löse das Rätsel, aber kann ich mir nicht nochmal. Wo kann ich mir denn bitte nochmal das angucken? Na, das ist auch nicht das, was ich will. Oh, da muss ich, wie gesagt, das hier muss ich noch machen. Teleportationsstein. Den muss ich auch noch aktivieren. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Was ist da oben? Ist ja interessant. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht. Da oben ist es. Zum Aktivieren. Spider-Man. Spider-Man. Ich hätte mich ausruhen sollen. Ich hätte mich wirklich ausruhen sollen. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. So. Ich habe gedacht, das wäre eins von den Häusern da unten. Aber anscheinend ja nicht. Aber das kann nur in der Richtung sein, weil da hinten ist einfach nur die Kathedrale. Da ist es nicht. Hier unten ist auch nichts mehr. Unten ist auch nichts mehr, ja, ja. Cool. Alles einsammeln, alles einsammeln. Das sah aus wie das Schwert von Cloud. Okay, da komme ich nicht hoch. Schade. Junge, Junge, nicht hier irgendwo zwischenpacken. Ich glaube, ich hab ihn schon. Ja, überhaupt nicht schwierig gerade. Sonst habe ich jetzt hier nichts mehr gesehen. Und jetzt nochmal umgucken. Hier muss irgendwo Schatzkiste sein. Ich sehe aber keine. Aber die da hinten sind so weit weg. Die würden die Statue doch gar nicht mehr sehen. So, was haben wir hier?
Plakat des Geschäfts. Beim Hirschjäger gibt es neue Menüs. Es gibt 10% Rabatt auf den Gesamtpreis beim Kauf eines sättigenden Salats und einer Portion Honigmöhrenfleischpfanne. Aha. Toll, dass ich das gefunden habe. Bringt mich voll weiter. Und es war rot. Es war ein rotes Haus. No. Oh mein Gott. In Zeitlupe. Auf den Tod zu rasen. Oh mein Gott. Ah, das war nicht so gut. Wow, wow, wow. Vermisst? Vermisst und gesucht, junger Mann, blondes Haar, exotische Kleidung, sehr auffällig, mit Hilfe von Informationen dringend benötigt. Wer Informationen hierzu liefern kann, kontaktiert bitte schleunigst Kundschafterin Ember, tausend Dank. Oh, das ist aber nett. Jetzt schon angefangen, Plakat. Okay, wer macht hier ein Plakat hin? Wer soll hier hochkommen? Aber ich find's trotzdem nett. Etwas ungünstige Position, aber trotzdem nett. Na? Und die Leute denken sich, boah, warum ist da so viel Lärm? Okay, die hat an jeden Turm getackert. Ah, ich hätte den Pilz einsammeln können. Was ist denn drin? She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Sie liebt ihn überhaupt nicht. Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle ist nur eine Fassade. Erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. There's another map. Auch dieses Mal ist eine Karte dabei. Okay. Jetzt noch mehr Rätsel? Paimon kann nicht mehr. Paimon ist schwindelig. Zu viel nachgedacht. Wann hast du denn nachgedacht? Jetzt musst du jedenfalls den Rest machen. Wenn du wirklich nicht weiter weißt, kannst du mit Kaya sprechen. Schönen Dank auch. Für nichts. Ich muss dahin. Oh Gott, das schafft er nicht. Wer trinkt ein Feuer? Ich weiß nicht, ob er so weit schwimmen kann, weil das Gleiten, das nimmt ja auch noch Energie weg. Oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Oh mein Gott. Schaffen wir es? Oder schluckern wir Feuer unter? Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist so knapp. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Junge, wir sind schon da, wir sind da, wir sind da. Nein, komm, wir sind doch da. Der erste Tod. Hätte ich gedacht, wir schaffen es. Also jetzt müssen wir es aber packen. La 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 la. Das sollte nicht so anstellen, der Kleine hier. Die Karte müsste eigentlich schon aufgedeckt sein, weil ich habe da vorne das schon aktiviert.
Keine Ahnung, warum das jetzt noch schwarz ist. Die haben das ja aktiviert, eigentlich müsste das irgendwo hier sein. Da, das da müssen wir aktivieren. Weil ich brauche die Karte. Ich wollte das andere aufnehmen, den Weizen. Jetzt können wir das machen. Ja, machen wir erstmal nur eine. Oh Gott, 19 Minuten. Genau.